Schönen guten Morgen zusammen. 6:30 und Tobias und Roland, die schlafen noch. Und ich mache mich mal auf den Weg zum Meer. Und zwar bin ich hier in der Gegend, in der ich vor 5 Jahren, circa 5 Jahren, 2 Jahre lebte, also die erste Zeit in Václav Pirikan verbrachte. Und hier ist eigentlich noch alles beim Alten. Ich hätte lieber da vorne in dem Ressort gewohnt, da bin ich am Morgen immer mit meinem Kaffee rüber geworden und habe da gesessen. Aber da war alles belegt. Alles am Alten geblieben. Langsam werden die wach hier im Dörfchen. Da ist auch noch ein kleines Ressort. Immer sind allerdings recht klein. Und hier wohnte ich früher. Aber wie gesagt, alles belegt. Hinten im letzten Zimmer schon 2 oder fast 2,5 Jahre. Ich denke mal, die verkaufen auch noch ihre Krebse hier. Klaus der Schwede lebt auch noch hier. Hat da einiges umgebaut an seinem Häuschen. Und ich traf Tim. Einige werden den noch kennen aus Buriram. Ich war vollkommen überrascht, den hier zu sehen. Der hat ja in Buriram, oder vielmehr 4 Kilometer hinter Nangrong, hat er ja ein Haus. Alles schön zurecht gemacht, aber hat sich wohl entschieden, mit seiner Frau und seinem Kind hier in Bratschwab zu leben. Vielleicht sehen wir den später nochmal. Klaus schläft anscheinend noch. Aber die Grab. Und hier sind wir schon am Meer. Da werden anscheinend auch noch die kleinen Krebse großgezogen. Das ist so eine, ja, so eine Einrichtung vom Staat. Die werden dann später wieder ausgesetzt. Hier haben sie früher Boote zurecht gemacht. Scheinen sie auch noch zu machen. Das ist frische Farbe dran. Ja, und hier saß ich dann morgens mit meinem Kaffee. Oder spazierte am Strand langs. Bis hinten zum Forstpark. Ja, die Grab. Ich spaziere mal ein wenig in die andere Richtung vom Forstpark. Und direkt am Meer wohnen Fischer. Sieht natürlich alles entsprechend aus. Die Netze zusammengepackt, wahrscheinlich schon geflickt worden für den nächsten Fang. Und die wohnen teilweise auch nur in solchen Hütten. Da jede Menge Plastikgeschirr, aber ich glaube kaum, dass das ein Restaurant ist. Also alles schon wieder ein bisschen abenteuerlich hier. Und sogar Jimmys Strandbar existiert noch. War am Abend manchmal ziemlich viel los, wie Reggae-Musik. Lustige Angelegenheit. Kurz nach 8 Uhr, wir spazieren mal hier am Strand langs, frischer Fang, er erholt sich und Roland und Tobias sind auch fit wie die Turnschuhe, ne? Gute Schlafen Jungs, ja, sehr gut. Sollen wir hier mal einkehren? Paradiesisch sozusagen, ja Mensch, ja. Samtkaffee, halt Fischer, ne?
automatisch zieht es einen immer wieder dahin, wo man sich irgendwie schon mal wohlfühlt. So, wir fuhren mal zum Dancing Con Water Market. Mit Sicherheit 2 Jahre her, da ich zum letzten Mal da war. Und die Fahrt an sich ist schon ganz angenehm, aber ich habe meine Stative vergessen. Ihr wart auch noch nicht hier, ne? Nee. So. Klasse, klasse. Die Fahrt, ne? Ja, die Fahrt ist super, hier direkt an der Grenze zu Myanmar und ja, schön. Jo, wir sind hier in der Holzabteilung, ne? Also man bekommt hier alles von Nippes, so kleine Dekorationsstücke und auch kleinere Möbelstücke. Und hinten, da sind dann die wirklich großen Sachen, wie zum Beispiel solche Sitzgruppen. Kostet denn sowas hier? Kostet 1500 Watt. Und hier so ein Ding, 5000 Watt, die... Ich kann natürlich nicht beurteilen, ob das jetzt Teakholz ist, aber die sind schon ordentlich schwer und sind auch sehr gut verarbeitet, die Möbel, muss man sagen. Haben natürlich auch ihren Preis. Und der übliche Nippes, wie auf solchen Märkten. Eine Schildkröte. 30 Watt, naja, kann man nicht meckern. Muscheln. Die kosten 200 Watt, die Dinger. Ja, aber ganz schön teuer. Viele Thais kommen auch nur wegen der Blumen da hier. Orchideen sind hier wesentlich preiswerter als anderswo. Und auch die Pflanzen sind recht gut. Wir holten da damals auch welche. Und die haben alle den Transport überstanden und sind auch gut angewachsen. Vielleicht lassen wir an. Die sehen bald aus wie Hyazinthen. In verschiedensten Farben gibt es die. Wie ich das liebe, die beiden hetzen mich über die Treppen hoch. Oh. Ja, da nichts. Oh. Stimmt überhaupt nicht. Wir hätten ja auch fahren können. Das Ganze liegt mitten in den Bergen. Angenehmer Wind hier. Wochentags ist ja, wie gesagt, wenig los. Aber Samstag, ein Mensch in die Drehe, kann man glauben. Da geht's zur Grenze nach Burma. Ach so, ja. Ausländer dürfen allerdings nicht rüber, nur die Thais und Burmesen. Guten Morgen zusammen, Leute. Ja, gestern war nicht mal für mich Video, warum, weshalb, wieso, erzähle ich euch später. Wir sind wieder im Forstpark, Kaffee trinken und die beiden, die essen ein Stück Kuchen. Tobias und Roland, die beiden bei der Arbeit. Tobi mit einem Stückchen Kuchen und ja, Roland, du. Ja. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, ihr beiden, ihr fahrt heute nach Hause, ne? Ja. Und wart jetzt 2 Tage in Pratschwab. Ihr wart vorher schon mal in Pratschwab, aber habt, glaube ich, jetzt ein bisschen mehr Eindrücke gewonnen. Und sagt er dazu. Ja, super, super. Es ist super relaxed. Ganz anderer Menschenschlag hier. Ja, Roland, guten Appetit. Ne? Ja, was wolltest du noch sagen, Tobias? Die Leute sind einfach relaxter hier. Die sind, alles ist hier relaxter. Also nicht nur die Menschen, das ganze Leben. Man merkt das auf der Straße, es wird anders gefahren. Es ist einfach gesitteter. Es ist ein bisschen ordentlicher hier. Also hier könnte man sich so, naja, wenn wir jetzt noch ein bisschen älter werden, niederlassen, würde ich mal sagen. Wir wollen auf jeden Fall noch mal für eine Woche oder so nach hier kommen. Ja, wir kommen mal wieder her unter der Woche. Aber selbst hier jetzt auch Samstagvormittag, nichts los, keine Thai-Touristen und auch sonstige Touristen wie wir, keine da. Okay, bin ich beruhigt, hat euch gefallen. Ja, schön. Also die beiden, die fahren jetzt nach Hause. Wünsche euch gute Fahrt und kommt halt an, ne? Und ja, ohne Regen. Nach Hause? Ja, also ja, nach Hause. Ohne Regen, ja. Jetziges Zuhause. Ja. Wohin? Ciao. Ja, ich hänge noch einen Tag dran. Mal gucken, ob hier jemand zu Hause ist. Scheinbar verarbeiten die auch keine Krabben und Töpfe mehr. Nee, hier jedenfalls nicht. Tim scheint auch ausgeflogen zu sein. Klaus auch nicht vor Ort. Doch, da ist er. Unser lustiger Schwede. Wie geht's, Klaus? Sehr gut. Sehr gut. Ja.
Du hast es gut hier, das stimmt allerdings. Ja. Lass es Zeit. Ach ja. Wo ist Tim? Rausgeflogen? Tim? Ach, da ist er. Was hat sich in der Zwischenzeit getan, Klaus, hier? Nix, ne? Alles beim Alten geblieben, so in Pratschwab, ne? Ja, das ist normal, alles gut, alles wie immer. Du warst in Schweden? Ja, 3 Monate dieses Mal. Und ein Jahr früher war ich ja 2 Monate. Dann hat er geblieben, ganze Zeit. Hat auf die Hunde aufgepasst. Ach, du hast eine Katze, stimmt. Ja. Ich habe ja ganz vergessen. Und du hast ja ein schickes Motorrad gekauft. Ja. Hier so eine 300er. Letztes Jahr. Zufrieden mit dem Gerät? Ja. Macht Spaß, ne? Besser als so eine 125er. Ja. Nein, nein, nicht verstecken. Komm, 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 komm. Guten Morgen. Morning, Tim. Also, Tim und ich kennen uns 10 Jahre oder länger? Ja, länger schon. Länger schon, ne? Tim, der hat da in Nangrong gewohnt, 4 Kilometer hinter Nangrong. Hat da auch ein Häuschen, aber wohnt seit einiger Zeit mit seiner Frau und seinem Kind hier. Und was hat dich an die See verschlagen? Ja, vor allem den Ausblick. Die Aussicht, ne? Bratschwab, vollkommen anderes Leben, ne? Als da auf dem Land. Also nichts hier in Isan und hier in Nangrong, aber es ist ein anderes Feeling hier in am Meer. Jo. Ja. Jetzt bist du erstmal wieder auf Urlaub da, du arbeitest ja noch, ne? Ja. Nächste Woche geht's schon wieder los. Auf einer Insel? Wohin? Nach wohin? Indien. Erzähl. Indien. Oh ja, viel Glück. Wie lange bleibst du da? Bis Mitte Oktober. Quentin hat am 24. Geburtstag und dann bin ich dann hier selber. Okay. Ja. Gegen Mittag ging es in Danzigkon gestern recht hektisch so auf einmal. Es fing an zu regnen, wir flüchteten uns in ein kleines Restaurant, eine kleine Garküche, saßen da fast 1 Stunde lang. Meine Batterie von der GoPro war leer, hatte keine Ersatzbatterien mehr dabei, das Video war also nichts. Telefon ging, Axel rief an, meinte, Herbie, wo treibst du dich hier rum? Ich sag, Danzigkon, auf dem Rückweg kommst du vorbei. Und schon saßen wir wieder bis 5 Uhr bei Rita und Axel und ihrer Tochter. Aßen Kuchen, tranken Kaffee, quatschen mal wieder und dann ging es ins Zimmerchen. Hatte gerade meinen Laptop ausgepackt und beschlossen, endlich mal ein Video zu bearbeiten. Und draußen ein Gehupe. Ich dachte, Tobias und Roland wollten mich wieder ärgern. Raus und wir standen da vor einer Joe mit laufender Kamera und wir machten ein kurzes Interview mit mir. Ja Leute, das war's dann für heute und gestern inklusive. Gestern kam ich ja nicht mal dazu, das Video zu beenden. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.